Moin Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder euer Flude Gaming und ihr seid live dabei. Also eigentlich ist es ja eine aufgenommene Session, aber es geht weiter mit Crash Bandicoot. Und wir nähern uns jetzt schon langsam den etwas schwereren Levels. Das war bis jetzt alles so. Bappalapap. Nicht der Rede wert, aber meine Freunde, jetzt wird es spannend. Glaube ich. Doch, wird spannend, wird spannend. Ich verspreche es euch. So, und zwar... Boulder Dash. Düm. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das in der letzten Folge auch schon gespielt habe. Was kriege ich, wenn ich das Level beim ersten Mal durchspiele, ohne zu sterben? Ich würde mich über irgendwas freuen, was ihr mir zuschickt. Egal was. Egal was. Ehrlich. Ich stehe voll auf Kinderriegel. Oder ein Bild. Ein witziges Bild, was ich mir irgendwie aufhängen kann. Hinten an die Wand, was ihr gerade seht. Da, wo der Fernseher an ist. Was eigentlich total überflüssig ist. Aber naja, er ist an. Ich kriege nichts von euch. Schade. Schade. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass die Kugel hier viel, viel schneller rollt. Ich weiß nicht, ob es am Emulator... am Emulator liegt. Oder an der US-amerikanischen Version. Ey, aber irgendwas... Irgendwas ist da nicht richtig. Das kann doch nicht sein. Was ist die so schnell? Hat die ein Turbo? Weiß ich nicht. Also ganz, ganz merkwürdige Sache ist das auf jeden Fall. Dann hoffe ich mal, dass ich wenigstens jetzt diesen Teil unbeschadet schaffe. Ohne in irgendwas hier reinzulaufen oder so. Oh, die kommt schon wieder ganz, ganz gefährlich nah. Oh. 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 Ah, locker weg. Da waren ja locker noch 5 Meter. Oder so. Aber hört euch das mal an, die TNTs. Ich weiß nicht, ob ihr die Originalversion kennt. Also die europäische. Aber da sind die TNTs wesentlich viel schneller. Ah! Nein, ich bin da reingelaufen! Nein! Nee! Stop it! Please! Nein, der kriegt mich! 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 Der kriegt mich nicht! Nein! 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 Scheiße, verdammt! Ich war schon am Ziel. Oh. Egal jetzt! Verdammt. Warum ist sie so schnell? Stehen die Amerikaner auf schnelle Kugeln oder was? Was soll das? Warum ist das so? Ich finde das nicht cool. Das ist voll schwer. Das ist gemein. Ich finde ihn nicht gut. Oh. Ich mache doch gerade schon wieder einen schlechten Run, oder? Obwohl, ich bin jetzt nirgendwo gegen gelaufen. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann hat die Kugel was gegen mich. Alter Schwede. Karasho Bandicoot ist auch schon ganz außer Puste. Mann, Mann, Mann. Ey, aber ganz ehrlich, ne? Vergleich das mal bitte mit der europäischen Version. Die Kugel ist nicht annähernd so schnell. Da hast du locker immer 10, 15 Meter Platz oder so. Ja, naja, wir wollen uns jetzt nicht lange damit aufhalten. Wir gehen jetzt direkt nach Sunset Vista. Die zweite Version dieses Levels, beziehungsweise dieser Art von Level. Und ich werde es jetzt nicht mal in Erwägung ziehen, einen Edelstein zu sammeln. So oft, wie ich schon in dem ersten Level davon gestorben bin. Das ist, nee. Leute, tut mir leid. Es gibt 100% Gameplay, Leute. Nein, 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 nein! Hä? Waren das jetzt die Fledermäuse, oder? Was war das?
Was war das? Ich glaube, ich bin voll in die Fledermaus reingesprungen, oder? Ich hätte erst gedacht, kann das denn sein, dass ich hier von den Steinen zermatscht werde? Aber, nö. Aha. Wurdegar hilft mir. Akku, Akku übrigens. Und da gibt es ja noch Uka Uka. Oh, ich wusste nicht, dass er jetzt schon zurückspringt. Verdammt, jetzt ist meine Maske weg. Diese Echsen, ne? Nein, nein, nein. Nope, 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 nope. Durchgedreht. Ich wusste nicht, wohin. Verdammt. Oh Mann, ey, ich bin... Man merkt es doch wieder, oder? Ich bin zu hektisch. Ich bin einfach zu hektisch. Das ist nicht gut. Das ist ganz, ganz ungesund für den... Für den Spieler. Ich höre aber nicht damit auf, ne? Oh, ich... Oh Gott. Das ist so peinlich. Das ist... Nur weil ihr zuschaut wahrscheinlich. Ich bin nervös. Das ist ja ganz normal, ne? Man will irgendwas spielen oder einem etwas zeigen. So. Ja. Guck mal, mein Freund oder Freundin oder Hase, keine Ahnung. Guck mal, wie gut ich das kann. Zack, guckt derjenige zu. Bist auf einmal schlechter als ein Flachwitz. Naja, ihr wisst, was ich meine. Vorführeffekt und so. Naja, auf jeden Fall war ich, glaube ich, noch nie so schlecht in einem Run wie heute. Vielleicht als ich 6 war oder so. Kann sein, dass ich damals schlechter war. So, jetzt lasse ich mich nicht verarschen. Haha! Echse, das war's. Du, Schluss mit lustig. So, jetzt müssen wir so ein bisschen praktischer... Das ist knapp. Wow. Okay, okay. Wir haben es zum ersten Checkpoint geschafft. Ey, Leute. Das wird aber ein langes Let's Play, wenn es so weitergeht. Das kann ich aber, euch aber sagen. Ne? Das ist nicht so geplant gewesen. Ehrlich gesagt. Okay. Ja, ja, ja. Wow, okay, das war knapp. So, erstmal auschecken, wie die laufen. Okay. So. Ich glaube, bei denen muss man aufpassen. Ne, das ist nur so eine... So eine schöne Dreier-Kombi, die einfach hin und her läuft. Okay, jetzt muss ich nämlich auf das Feuer aufpassen. Was mache ich nicht mal mit den Finger? Ja, aber die Fledermäuse dürfen durchs Feuer, wa? Das ist unfair, das... Kann ich das reklamieren bei Naughty Dog? So, jetzt müssen wir auf die richtige Reihenfolge abwarten. Jetzt nämlich. Hier auch. Erst der, dann der, dann der, und dann so. Okay, perfekt. Bis hierhin haben wir es mal geschafft. Ah, okay. Jetzt haben wir die Teile, die nach der Zeit sich lösen bei Berührung. Wow! Ey, gut. Wenigstens gut gerettet, wa? So. So, hier muss man aufpassen, die Dinger... Laufen nämlich schnurstracks, so nämlich, durchs Feuer. Und wenn man da zu lange drauf bleibt, wird man leider gebraten. Und ja, gebratenes Bandicoot. Oh. Boah, ey. Ich bin der Meister im mich selber retten. Das ist so eine prima Nachricht, oder? Oder was? Cool. Ich glaube, gleich kommt hier wieder so ein Graf Dracula, also so eine rote Echse.
Jawohl. So, hier müssen wir aufpassen. Oh, diese Stelle, die habe ich gehasst, ne? Vor allem, wenn du mal versuchst, einen 100% Run zu machen. Das ist hardcore. So, jetzt habe ich irgendwie die Reihenfolge nicht ganz raus. Okay. Ja, ja, ja. Roll! Sehr schön. Meine Freunde, das sah doch gut aus. Ah, guck mal. Schwierigkeit gesteigert. Juhu, zweite Maske. Okay, okay, okay. Ja. Prima. Oh, oh, oh. Ja, ja. Boah. Hammer. Das war schön. So muss das nämlich aussehen, meine Freunde. Das war die Spitzen Jump'n'Run Crash Bandicoot Special Edition Fruity Gaming. Ah! Man sollte den Tag nie vor den Abend loben, wa? Niemals! Boah! Alter, ey, mehr Glück als Verstand, ganz ehrlich. Nein! Ich hätte eine Supermaske gehabt. Oh. Egal. Zwei Masken sollten reichen. Nein. Jetzt. Nein, doch. Eieiei. Weg. Tschüss. Ja. Das scheint wohl ein etwas längerer Weg zu sein, wenn die Fledermäuse so lange brauchen. Hab ich jetzt? Nee, das wäre nicht gut. Nee, nee, das wäre nicht gut ausgegangen. Auf keinen Fall. Ja, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Super, super, super. Wo hängt der überhaupt? So, kleiner Alu. Okay, also einfach nur laufen. Hui! Hui! Boah! Alter Schwede! Das war gut. Das war richtig gut. Aber mal wieder mehr Glück als Verstand. Ja, irgendwann hat eine Glücksträhne auch mal ihr Ende, ne? Man kann ja nicht immer Glück haben. Dann müssen wir jetzt eben mehr Verstand einsetzen. So, jetzt. Jetzt heißt es wieder auf den Fledermauszug abwarten. Oder auch nicht. So. Sehr schön. So wird das gemacht. Toll. Tolle Kiste. Okay. Hier kann man erstmal einfach nur dran vorbeilaufen. Hier mache ich jetzt aber nicht mehr so einen krassen Stunt. Hm. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Ah, verdammt. Irgendwie scheint es mir, als wenn die anders laufen, als ich es gewohnt bin. So. Mensch, das ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn man es dann raus hat. Boah. Gerade noch gegengelenkt. So. Hui. Immer noch keine Bonus-Round. Man merkt, die Level werden länger. Viel, viel länger. Die ersten Level waren ja noch sehr, sehr kurz. Aber jetzt wird's richtig heavy. Rein. So. Ah, okay, okay, okay. So, okay. Aufpassen. So. 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 Okay. Boah, okay. Das haben wir schon mal geschafft. So. Da werde ich jetzt erstmal das Leben nicht einsammeln. Wir haben ja erstmal 11. Reicht.
So, ich glaube, jetzt geht's zur letzten Etappe. Gott sei Dank, das ist nicht gerade eins meiner Lieblingslevel. Nicht nur wegen dem Schwierigkeitsgrad. Oh, die gehen gleich alle los. Das war nicht gut. Das war sogar sehr schlecht. Eine Bonus-Round, hallo? Ich meine, wenn jetzt jemand erzählen würdest, du würdest bei Crash Bandicoot 2 in einer Bonus-Round verkacken, jeder richtige Gamer würde dich auslachen. Also ich lache mich gerade selber aus, dass ich in einer Bonus-Round verkacke. Sowas sollte verboten werden. Einfach nur, weil die sind so einfach konzipiert. Gut, jetzt die Bonuslevel von Cortex oder Embryo. Die sind nicht einfach. Aber die normalen, die sind einfach. Weg! Kommst du bis hier hin? Nö. So. Haben wir aus dem Weg geschafft. Sammeln wir hier noch gerade ein paar Wumperfrüchte ein, ein paar Leben. Ja, locker weg, ne? Nein, nicht locker weg, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Dass wir jetzt fortfahren können bei Koala Kong, unserem... Warte mal, Papu Papu hatten wir? Wir hatten Ripperoo. Und jetzt kommt Koala Kong. Also der dritte Gegner. Bossgegner. Der ist super easy. Den kriegen wir locker hin. Oh! Ja. Ich und mein großes Mund weg, wa? So, jetzt kommt die ganz dicke Kiste. Bisschen aufpassen. Ich glaube, es kommt eine TNT runter. Oder erst gleich ab dem zweiten Punkt. Zack. Ne, so, zack. So, jetzt kommt nämlich der TNT runter. Glaube ich, oder? Kurz warten, bis der Wagen vorbei ist. Jetzt. Man muss nämlich auch aufpassen, man kann in die Lava fallen. Wieso? Das ist mir noch nie passiert. Dass ich so schlecht bin. Ich glaube, man wird einfach durch aktuelle Spiele verweichlicht. Mit dem Quicksave und Autosave und was weiß ich was. Fast falsch gemacht hier. Aber diesmal wissen wir ja, wo die TNTs landen. Ich glaube, die landet jetzt gleich hier so. Irgendwo hier. Zack. Voll auf deinen Waschbrettbauch. Ah! Uiuiuiui. So, zwei Wagen auf einmal. Mensch, da sind aber fleißige Leute am Arbeiten. Stopp, ja. Ich wusste es, da kommt noch eine. Ne, jawohl. Haha, haben wir es geschafft, wa? Locker weg, locker weg. Wir sind auf der letzten Insel angelangt. Und es geht los mit Heavy Machinery. Oh, das ist ein geiles Level. Schade, dass das nicht fortgeführt wurde in den anderen Crash Bandicoots. Ja. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall angelangt. Und das war's jetzt mit der Folge. Für heute. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Und ich denke mal, dass wir es auch bis Spinstripe schaffen werden. Wäre echt cool, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal wieder. Und dann bleibt mir ja nichts anderes, als euch zu sagen. Stay Fruity. Wie immer. Euer Fruity Gaming. Macht's gut.